Rechner raus und rein in die Welt der Mythen und Halbwahrheiten. Till Eckert ist Journalist und Faktenchecker bei der Rechercheplattform Korrektiv. Sein Spezialgebiet, das Enttarnen von Falschmeldungen in Videos auf YouTube, Facebook und Co. Zum Beispiel dieses. Der Tenor, Corona sei eine Hysterie. Geheimnisvoll wird geraunt. Leere Flure im Krankenhaus der angebliche Beweis. Aber hier ist ja gar nichts los. Ich habe auch gefragt, wieso? Das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Und da sagte denn einer der Mitarbeiter, die übrigens alle, die waren alle sehr kritisch gegenüber den Medien hier. Das ist alles übertrieben und so. Er war zwar in einem Gebäude der Charité, aber halt eben im Falschen. Till Eckerts Faktencheck, der die Wahrheit aufdeckte, bekam auf Facebook gerade einmal 400 Likes. Das Fake-Video wurde hingegen tausende Male geklickt, bevor es von YouTube gelöscht wurde. Wir beobachten gerade vermehrt YouTube-Videos, in denen Scheinexperten oder auch Ärzte mit Doktorentiteln, beispielsweise Zahnärzten oder Internisten, und sich eben zur Situation äußern. Und da entsteht dann ein sehr interessanter Mischmasch aus Fakten, Spekulationen, teilweise auch verschwörungstheoretische Elemente mit drin. Es gibt offenbar viele Motive für die Macher der dramatisch aufgemachten Videos. Manche suchen Aufmerksamkeit, manche wollen Geld verdienen. Und das Verbreiten ist ganz einfach. Eine Auswertung von NDR, WDR und SZ zeigt, allein 19 besonders verbreitete und längst widerlegte YouTube-Videos wurden mehr als 12 Millionen Mal geschaut, bei Facebook mehr als 300.000 Mal geteilt. Beobachter sehen diesen starken Anstieg der Corona-Mythen und Halbwahrheiten mit Sorge. Wenn ich jetzt höre, dass irgendwie Mobilfunkmasten meine Gesundheit angreifen, dann erzeugt das natürlich so einen Druck. Man muss doch was dagegen tun, das ist ja schrecklich. Und das ist sehr gefährlich, gerade für Menschen, die jetzt vollkommen isoliert alleine zu Hause sitzen. Was Verschwörungsmythen anrichten können, ist vermutlich auch auf diesen spektakulären Bildern zu sehen. Angezündete Mobilfunkmasten in England. In Verschwörungsvideos hieß es zuvor, Strahlung könne die Verbreitung des Coronavirus begünstigen. YouTube hat Videos, die diese Theorie verbreiten, gelöscht. Und? Facebook und YouTube sagen, man blende Hinweise ein, welche Quellen vertrauenswürdig seien, habe insgesamt schon tausende Clips mit Corona-Mythen entfernt. Politikern reicht das nicht. Gerade in einer krisenhaften Situation, wie wir sie derzeit erleben, ist das besonders gefährlich. Und deswegen müssen die Plattformen hier entschlossen und mit genug Leuten auch im Hintergrund gegen so etwas vorgehen. Und auch Journalisten wie Till Eckert wollen weiter alles tun, um Corona-Mythen aufzudecken. Selbst wenn Faktenchecks wie seine im Moment noch deutlich weniger wahrgenommen werden als die Verschwörungsvideos.